Der Bionica-Entsafter DA930 gehört zur neuesten Generation der Entsafter mit Pressschneckentechnologie. Mit nur 70 Umdrehungen pro Minute gehört der DA930 zu den Spitzenreitern beim schonenden Entsaften. Der DA930-Entsafter ist sowohl für hartes Pressgut wie Karotten, rote Beete und Sellerie, weiches Pressgut wie Ananas, Kiwi, Orange und chlorophyllhaltiges Pressgut wie Weizengras, Kräuter, Salat, Spinat und Sprossen geeignet. Der Bionica-Entsafter erzielt eine hohe Saftausbeute und durch die niedrige Umdrehungszahl auch eine exzellente Saftqualität. Dabei arbeitet er im Vergleich zu Zentrifugenentsaftern sehr geräuscharm. Die Besonderheit beim Bionica DA930 ist die vertikale Anordnung der Pressschnecke. Damit verbunden ist auch die sehr geringe Stellfläche des Entsafters von nur 25 mal 17 cm. Durch die geringe Stellfläche und das Gewicht von nur 5,2 Kilo wird der tägliche Umgang mit dem Gerät sehr vereinfacht und ist auch für kleine Küchen oder Küchen mit zahlreichen Elektrogeräten bestens geeignet. Der DA930 zieht einen Großteil des Pressgutes selbstständig ein. Hin und wieder muss mit dem Stopfer ohne großen Kraftaufwand nachgeholfen werden. Die Gummilippen des Siebhalters befreien das Entsaftungssieb während des Entsaftens durch ständiges Rotieren von Faserstoffen und gewährleisten damit erstens ein schnelles Entsaften und zweitens ein Entsaften ohne Rückstau. Der Bionica-Entsafter lässt sich leicht auseinander- und zusammenbauen und ebenso gut reinigen. Die meisten Teile müssen nur unter fließendem Wasser gespült werden, lediglich für das Sieb muss eine Bürste verwendet werden. Der Importeur des Bionica DA930 verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet schonender Entsafter und der Sitz des Kundendienstes für die Inanspruchnahme der Herstellergarantie und für Ersatzteilbestellungen ist Deutschland. Hier sehen Sie, wie die Gummilippen das Sieb während der Rotation von den Faserstoffen frei halten. Sie sehen hier sehr schön, wie effektiv das Gerät arbeitet und wie trocken der Trester ist.
Auch bei den Äpfeln hier die Sorte Breburn, ein trockener Dresdner, der überwiegend Schalenreste enthält.